Das war's. Jetzt ist er tot. So, das Spiel ist zu Ende. Oder es fängt gerade erst an. Du alte Memme, denkst du hast Probleme? Ja. Weil etwas abwascht, die Spüle verstopft. Spar das Gezeter, Gedenke der Väter. Sie hausten in Armut umgeben von Schrott. Ja. Wo alles verloren schien, war einer geboren. Ja, hier dürft ihr die Credits diesmal gerne selber durchlesen. Ich hab keinen Bock, nämlich hier ganz viele Leute. Carrie Shay ist auch noch dabei. Und diese ganzen Typen auch noch. Ja, und dann geht es auch los hier mit unserem wundersamen Let's Play mit Herr DK, der etwas ganz anderes tut. Aus Gründen? Ich glaube, das nächste Mal nehmen wir L mit. Der macht wenigstens keinen Lärm. Im Sinne von Schießereien. Ja. Errungenschaft freigeschaltet steht hier gerade. Müll. Müll. Hier auch Müll. Noch mehr Müll. Ja, ich hab einen. Ein Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Ach nein, es ist Müll. So, das reicht. Ich muss hier endlich weg. Gut, dass ich dieses Mal den perfekten Plan habe. Nur noch die letzten Sachen packen und ich bin raus hier. Wo hab ich nur meine Liste hingetan? Mann, es wird wirklich Zeit, dass ich diesen Schrottplatz endlich verlasse. Jetzt mein Motorrad. Ja, was haben wir hier? Da haben wir einen Tipp anscheinend. Und dann können wir den Poki hier wieder anklicken. Was da? Ja, und da wären wir dann auch schon im ersten Raum zu Beginn des Spiels. Ah ja. Hier lernen wir natürlich gleich unseren Rufus kennen. Das heißt, ich möchte auch gar nicht zu viel darüber selber sagen, weil ihr sollt euch das ja selber erspielen. Gerade bei Deponia habe ich den Anfang noch sehr klassisch gestrickt. Das heißt, ihr müsst euch sehr viele Informationen über Rufus, über die einzelnen Interaktionen, davon gibt es eine ganze Menge und es ist auch gar nicht so einfach. Mittlerweile bei den späteren Teilen haben wir immer ein viel einfacheres Spielerlebnis am Anfang mit reingebracht, damit ihr einen schnelleren Einstieg habt. Aber hier ist es noch eher ähnlich wie bei Edna bricht aus, dass ihr noch, bevor es denn so richtig losgeht, schon mal in die Spielmechanik eingeführt werden, indem ihr ordentlich puzzeln dürft und Rätsel raten dürft. Da ihr aber jetzt hier schon mal diesen Entwicklerkommentar angeklickt habt, freue ich mich, euch verraten zu dürfen, dass wir tatsächlich auch Rufus hier dazu überreden konnten, mit ins Studio zu kommen. Hallo Rufus. Hallo Poki. Ja, dieser Screen, der muss ja bei dir eine ganze Reihe von Erinnerungen wecken. Aber wie gesagt, der Spieler soll es ja jetzt erstmal selbst für sich herausfinden, wo er denn hier ist und was er zu tun hat. Ja. Deswegen möchte ich dich lieber was ganz anderes fragen. Und zwar, du wurdest ja für das Spiel von dem Monty Arnold gesprochen. Ob du denn der Meinung bist, dass das eine gute Wahl für diese sehr, sehr wichtige, große Aufgabe war? Ja, also, ich habe gehofft, dass du das nicht fragst. Also, vorweg, ich kenne den schon sehr lange. Monty, wir sind so befreundet. Ich meine, er hat bestimmt auch nichts dagegen, wenn ich das sage. Also, ich mag ihn privat fürchterlich gerne. Wir haben viel durchgemacht. Wir haben uns kennengelernt, als er aus Algerien kam. Ich hatte ja dort Pech gehabt. Und wir sind uns in der Schweiz in einem Zugabteil. Das würde jetzt auch zu weit führen. Aber naja, ob er der Richtige für die Rolle ist, ich glaube, ach nee. Also ich glaube, da möchte ich nichts zu sagen. Das ist ja auch eine enorm große Rolle und auch eine entsprechend große Verantwortung, halt dein beachtliches Lebenswerk als Sprecher zu interpretieren, richtig? Chaplin hat ja immer davon geträumt, mal einen Napoleon-Film zu machen. Hat es dann nicht gemacht. Wahrscheinlich, weil man Napoleon eben nur vertreten, aber nicht ersetzen kann. Ich glaube, so ähnlich ist es hier auch. Ah, ja. Ja, diese Kommentare von den Sprechern selber, da gibt es unter anderem von ihm hier einen Kommentar, dann von irgendwem anderen auch noch. Und außerdem hat der gute Gronkh, glaube ich, auch sogar hier nochmal einen Kommentar verfasst. Der Gronkh? Gronkh! Oh, hier haben wir ein Schlafen Kissen. Kann ich immer noch, wenn ich tot bin. Oder wenn ich es überlebe und mit gebrochenen Beinen ans Bett gefesselt bin. Ja, nimm's mal mit. Sei optimistisch. Nanu, da lag ja eine Socke drunter. Das erklärt, warum ich in letzter Zeit immer nur Käse geträumt habe. Ja. Wie ist die da bloß hingekommen? Nimm sie mit. Kannst du ja jetzt für jetzt was anderes noch sagen. Eine Socke habe ich schon mal. Aber ich brauche ein paar. Ich will ja nicht wie ein Idiot rumlaufen, wenn ich nach Elysium komme. Naja. Wäre doch auch mal was.
Hier, den Koffer. Es wird wirklich Zeit, dass ich hier verschwinde. Kannst du ihn mitnehmen? Ah, da ist ja meine Liste. Mal gucken. Ich habe scheinbar fast alles, was ich brauche. Es fehlt nur noch etwas Proviant, die Zahnbürste, ein paar Socken und ein Seitenschneider. Ein Seitenschneider? Was zum... Naja, irgendetwas werde ich mir dabei schon gedacht haben. Ja, bestimmt. Gibt's hier sonst noch was? Das Fernrohr. Kannst du da noch mal durchgucken? Es läuft doch immer nur Müll im Fernsehen. Ja, genau. Kannst du das mitnehmen? Es läuft doch immer nur Müll offenbar im Fernsehen. Offenbar nicht. Weil es läuft nur Müll im Fernsehen. Nun gut, du sollst jetzt ja auch nur das Fernrohr benutzen und nicht vielleicht in den Fernseher gucken. So, hier haben wir ein Schweißgerät. Das könnte nützlich werden. Ja, dann nimm es doch mit. Lass mich einsteigen. Hier haben wir eine Öldose. Das Öl ist so ranzig, das kann ich mir höchstens noch in die Haare schmieren. Das Beste daran ist die Dose. Dann nimm sie mit. Du nimmst irgendwie alles mit. Alles, was mir mein Vater vermacht hat, ist diese dumme Holzkiste. Und dann hat er Deponia verlassen. Ohne mich. Ja, dann öffne sie doch mal. Das ist die Kiste, die mir mein Vater vermacht hat, bevor er mich im Stich ließ. Ich will sie nicht öffnen. Ich will keine weiteren Enttäuschungen erleben. Und da ist auf einmal die komplette Lösung drin. Gehen wir mal zum Wohnbereich. So. Ein postmenstruale Memo, was auch immer das ist. Wieder eine Memo von Toni. Mal sehen, was sie diesmal hat. Mach endlich das Bad sauber. Puh, das könnte ihr so passen. Die Toilettentür. Ja. Ja, Toiletten tieftauchen, ne, dein Hobby. Achso, hier haben wir die Zahnbürste. Die hat auch schon mal bessere Zeiten erlebt. Dann nimm sie mit. Die Zahnbürste ist weggelaufen. Ich sollte mir wohl angewöhnen, sie irgendwo aufzubewahren, wo nicht so viele Mikroorganismen wachsen. Ja. das Waschbecken. Toni sagt, ich bin dran, das Bad zu putzen. Das ist einfach nur unfair. Sie ist nie dran. Dabei warte ich schon seit Wochen. Genau. Dunkle Ecke. Sie verspottet mich. Na, warte. Dann geh doch mal hin zur dunklen Ecke. Put, put, put. Komm zu Papa. Mist. Ich brauche wohl einen besseren Plan, um sie einzufangen. Ja. Hier geht's hinter die Hütte, da ist eine Zimmertür. Aber wir wollen erstmal hier runtergehen. Was haben wir denn hier, die Spüle? Ich sehe gar nicht ein, warum ich den Abwasch machen soll. Toni hat darin viel mehr Übung. Ja, das kann ich mir auch nicht erklären, wenn du nie den Abwasch machst. Ah, eine Gabel, nimm sie mal mit. Ein Topf? Ich sehe gar nicht ein, warum ich den Toni hat darin... Sag's. So, jetzt haben wir eine Gabel und einen Topf. Kannst du die Spüle auch benutzen? Boah, was für eine Plörre. Lecker! Eine mistige Memo. Mach endlich den Abwasch. Der macht sich nicht von alleine. Ich lass es mal drauf ankommen. Ja. Genau. Eine zickige Memo. Du hast schon wieder mein ganzes Essen verputzt. Stattdessen finde ich ständig irgendwelchen Müll von dir im Kühlschrank. Was ist eigentlich mit dir kaputt? Ich verstehe die Frage nicht. Ich auch nicht. Ob ich da Proviant für meine Reise finde? Oh, eine Socke. Wie ist die da bloß hingekommen? Dann nimm sie mit. Oh, das sind immerhin schon mal zwei Socken. Aber ich brauche ein paar. Ich will ja nicht wie ein Idiot rumlaufen, wenn ich nach Elysium komme. Ja, du hast zwei Socken, aber das willst du irgendwie nicht. Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Ach so, das nervige Memo. Du sollst nicht auf der Couch essen. Ständig finde ich Essensreste in den Ritzen. Na und? Ist doch gut.
Wo soll man denn auch sonst essen? Die gute alte Couch. Schade, dass im Fluchtapparat kein Platz mehr dafür ist. Hier kamen mir immer die besten Einfälle. Außerdem findet man immer ein paar Essensreste in den Ritzen. Lecker! Da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Aber ohne Behälter sammle ich die jetzt nicht auf. Ja, du hattest hier doch die Altöldose. Das Öl ist so ranzig, das kann ich mir höchstens noch in die Haare schmieren. Das Beste daran ist die Dose. Ja, dann benutzt doch mal die Dose mit dem vollen. Da sind schon genug Ölflecken drauf. Ja, wie werde ich denn dann das Öl los? Mit der Spüle? Und weg damit. Ah. Wir haben beide was zur selben Zeit kapiert. Leere Dose. Da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Ich schätze, die sind noch gut als Reiseproviant. Ja, vor allem in einer Altöldose sind die sehr gut aufgehoben. Und wenn die plötzlich anfangen mit wie die Zahnbürste irgendwo, dann weißt du auch nicht mehr weiter. So, den Ofen ist da was drin. Da ist der Typ gelandet. Die Herdplatte. Bist du hingekommen? Kalt. Kalt, das geht doch gar nicht. Ich will noch die heiße Herdplatte anfassen. Mein Hobby. Hier ein Mantel, da ist doch bestimmt was. Mäntel sind super. Unglaublich, wie viel Zeug in die Taschen passt. Dann guck doch mal nach. Ich schau mal nach, ob ich was Nützliches in den Taschen finde. Wie die Komplettlösung. Hey, da war tatsächlich was drin. Eine Socke. Cool. Noch eine Socke. Aber eine blaue. Das sind immerhin schon mal zwei Socken. Aber ich brauche ein paar. Ich will ja nicht wie ein Idiot rumlaufen, wenn ich nach Elysium komme. Was ist Elysium eigentlich? Da will er hin. Das ist so ein Ort. Die Kammer geht nicht mehr auf, seit die Klinke fort ist. Toni war sauer, aber ich brauchte das Ding für die Luke meines Ort-zu-Ort-Transporters. Der Apparat war schon instabil genug, ohne dass da Fliegen reinspazieren konnten. Ja. Keine Chance. Die Klinke fehlt und ich bekomme die Finger nicht in die Ritzen. Vielleicht bekommst du ja die Gabel in die Ritzen? Keine Chance. Ich komme damit zwar in die Ritzen, aber ich habe nicht genug Hebel. Hebel. Oh. Das ergäbe sicher ein grandioses Allzweckwerkzeug. Wer braucht schon grandiose Allzweckwerkzeuge? Ist doch was für Anfänger. Kannst du es vielleicht andersrum kombinieren? Das kann ja auch sein, dass das irgendwie... Das ergäbe sicher ein grandioses... Ist doch was für... Den Topf vielleicht. Mit der Gabel. Ich sehe gar nicht ein, warum ich den Abwasch machen soll. Toni hat darin viel mehr Übung. Vielleicht sind ja die Memos schon so schwer. Wenn Toni nicht so viel Zeit mit Meckern verschwenden würde, könnte sie mehr Geld für Essen ranschaffen. Ja. Hast du denn irgendwas für die Liste schon? Nein. Es fehlt nur noch der Seitenschneider, warum auch immer. Ja. Es fehlt nur noch ein paar Socken. Ja. Wir haben zwar drei Socken, aber keins davon scheint dir als Paar zu genügen. Die Hausapotheke hat mir schon oft das Leben gerettet. Aber seit ich neulich versucht habe, einen schrapnellbetriebenen Düsenantrieb zu bauen, sind die Pflaster alle. Jetzt ist da nur noch Tonis Beruhigungsmittel drin. Dann nimm doch mal mit. Verschlossen. Den Schlüssel muss wohl Toni haben. So ein Mist aber auch. Da oben ist die Truhe wieder. Hier, geh mal ins Zimmer. Ja. Was ist das? Das... Oh Gott. Fallbeil, damit ich nicht in ihr Zimmer gehe? Mann, die Frau ist gestört. Ich frage mich ernsthaft, warum ich jemals mit ihr zusammen war. Ja, das... Oha. Was macht das eigentlich? Bleib gefälligst aus meinem Zimmer raus. Da hast du nichts mehr drin verloren. Was bildet Toni sich ein? Als hätte ich nichts anderes zu tun, als in ihren Sachen rumzuwühlen. Ja. Hier haben wir die Spinntür. Die können wir doch auch mal öffnen. Oh, der Seitenschneider. Der Seitenschneider ist doch eigentlich ein ziemlich nutzloses Gerät.
Dann nehme ich doch mit. Und hier haben wir Waschmittel.